Hallo und herzlich willkommen im Wald. Entschuldigt die Kulisse. Normalerweise bin ich ja auch in einem schöneren Wald. Aber es geht heute um Pilze und ich habe jetzt hier gerade die ersten sehenswerten Exemplare gefunden und habe gedacht, ich ziehe jetzt einfach mal vor, dass ich euch einfach mal ein paar gezeigt habe, damit ihr auch mal seht, wovon ich gleich quatsche, wenn ich es mir gemütlich gemacht habe an einem deutlich schöneren Fleckchen. Deshalb jetzt auch mit Wackelkamera und ohne groß Tamtam. Sammle auch ein bisschen was ein und wie gesagt, zeige es nachher noch im Detail. Aber eine muss ich erstmal organisieren. Der Besonderheiten, die es jetzt an dieser Stelle hier gibt, ist erstens mal, dass wir hier enorm viele Pilze haben, die dann immer gleich in Grüppchen auftreten. Das ist meistens kein Zufall, sondern handelt sich um ein und dasselbe Individuum, das mehrere Fruchtstände ausbildet. Zum Beispiel hier. Ist jetzt kein wirklich schöner Hexenring. Ich hätte jetzt gerne noch einen Hexenring gefunden. Ein Hexenring wäre dann, wenn die jetzt wirklich so einen richtigen Kreis bilden würden. Ein Pilz neigt dazu, da er sich ja in seiner Ausdehnung ausbreiten möchte, gerne am Rande seines unterirdischen Verbreitungsgebiets. Also da unten steckt so ein Netzwerk von Pilzpfäden im Boden. Dazu kommen wir gleich noch genauer. Am Rande dieses Netzwerks produziert er besonders gerne Fruchtstände, also das, was wir als Laie als eigentlichen Pilz ansehen würden, also diese Dinger da, weil er will sich mit den Dingern ja fortpflanzen und deshalb macht es keinen Sinn, wenn die in der Mitte seines Verbreitungsgebiets sitzen. Da kriegt er ja kein neues Verbreitungsgebiet dazu. Und hier haben wir jetzt interessanterweise so ein Teil, das neben so einem Teil sitzt. Und wenn wir uns jetzt ein Stöckchen schnappen und hier mal drauf drücken, stellen wir fest, nein, das ist der falsche. Aber der hier ist noch schön fest und den können wir uns ja eigentlich mal genauer angucken. Ich habe eben keine Ahnung von Pilzen, aber das Teil hier scheint mir etwas zu sein, das seine Sporen innen drin hat, weil ich hier auf der Unterseite keine Öffnungen entdecken kann, wo Sporen drin wären. Ich vermute also, dass es sich hierbei doch um ein sehr junges Exemplar des Pilzes handelt, den ich euch gleich zeige. Ja. Wo war er denn? Da ist einer. Hier, dieser da. Weil der zeigt ganz wunderbar, das ist der Hauptgrund, weshalb ich hier Stopp mache für diese kleine Videosequenz, dass die Dinger eben Sporen haben. Na, seht ihr es? Da hat es gerade so ein bisschen rausgeraucht, in Anführungszeichen. Ja, man hat es gerade, glaube ich, einigermaßen sehen können. Das sind die. Also das sind die gleichen wie die da. Da sind die Sporen nur noch nicht ganz ausdifferenziert und deshalb gehen die noch nicht auf, beziehungsweise fangen eben noch nicht an, diese Sporen da so richtig auszupusten, in Anführungszeichen. Solche Pilze sind in der Regel Schlauchpilze, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, sogenannte Ascomyceten. Das sind die, die meistens nicht essbar sind und dann höchstens aus akademischen Gründen interessant für den Pilzsammler wie euch, wenn ihr die dann gerne esst. Ich bin nämlich jetzt nicht so der riesige Pilzfreund, was den Verzehr von den Dingern angeht. Ist es schon mal relativ wichtig zu wissen, dass in der Regel die Dinger mit Hut, also die Ständerpilze, die im Wald stehen und einen Hut obendrauf haben, sind meistens die, die essbar sind. Es gibt noch so ein paar kleine Ausnahmen, aber das sind so die häufigsten Vertreter. Gut, aber ich wollte euch jetzt eigentlich nur mal dieses Exemplar zeigen, bei dem man drauf drückt und es kommen die Sporen raus. Das ist meiner Meinung nach so einer der spektakuläreren Pilze. Da könnt ihr auch gerne mal drauf achten, wenn ihr mal ein bisschen im Wald unterwegs seid. Ich habe den Eindruck, das ist allerdings nur bei mir so, das kann in anderen Regionen von Deutschland ganz anders aussehen, dass die Pilze dieses Jahr recht spät dran sind, weil wir den Wintereinbruch relativ spät bekommen haben, der Herbst auch relativ spät angefangen hat und sie immer eine gewisse Feuchtigkeit brauchen, die jetzt zumindest in meiner Region jetzt erst in den letzten Wochen aufgetreten ist. Deswegen kann man noch einiges an Pilzen finden hier bei mir, wobei eben nicht eben nur die essbaren, sondern einfach allgemein viele Pilze, so aus akademischer Sicht. Aber wer jetzt noch Pilze suchen gehen möchte, könnte vielleicht eventuell durchaus auch noch Chancen haben, das ein oder andere mampfbare Exemplar zu finden. Ich meine, ich hätte auch da hinten gerade mal drei gesehen, die essbar sein sollten. Aber ich werde in diesem Video generell keinen einzigen Pilz bestimmen, weil ich bin mir da einfach nicht sicher genug und nachher sage ich was Falsches und dann ist es doch was Giftiges und dann frisst den jemand oder meint den wiederzuerkennen aus dem Video und das werde ich einfach, das Spiel mal gar nicht lange
rum. Bei Pilzen muss man da wirklich ganz vorsichtig sein, deshalb bestimme ich gar nichts. Ich zeige euch nur die einzelnen Typen von Pilzen und erzähle da ein bisschen was zu. So, und jetzt gehe ich nochmal weiter, mache es mir gemütlich und dann legen wir erst richtig los. So, jetzt nochmal hallo und herzlich willkommen im Wald, diesmal ganz offiziell. Mein Leben im Winter ist kein leichtes, weil mir ständig das Licht ausgeht, bis ich dann mal in den Wald komme und mein eigenes Zeug erledigt habe. Ja, also ein bisschen alles angeguckt, bisschen nach Pilzen gesucht in diesem Fall, geschaut, oh, wo gehe ich denn heute hin und oh, ist es schön im Wald und dann auch zu mir gekommen bin und festgestellt habe, jetzt bin ich in der Lage, was zu erzählen, ist dann 4:15 und ihr wisst selber, wann es zurzeit dunkel wird. Deshalb, ich guck mal, wie weit ich komme. Zeige euch auch gleich noch ein paar Pilze, zu denen ich dann noch ein bisschen näher was erzählen kann. Auch noch mal so ein bisschen Baumpilz und insgesamt so ein paar Dinge zu Pilz im Wald und so weiter. Wenn Interesse besteht, mache ich dann halt noch mal separat eine kleine, wirklich eine kleine, also so 5 bis 10 Minuten Pilztour, wo wir uns dann nochmal ein bisschen separat was angucken. Das schaffe ich jetzt heute einfach vom Licht nicht mehr. Das wäre dann halt nochmal ein ergänzender Teil. Ansonsten werde ich nachher nochmal kurz im Keller verschwinden und euch da nochmal ein bisschen was zeigen, weil da habe ich so schöne Kärtchen, Poster an der Wand, mit denen man noch ein bisschen was erklären kann zur Stammbaumgeschichte und zum Reich der Pilze an sich. Denn, aber dazu sage ich jetzt gleich was, ein Pilz ist keine Pflanze. Und das hat schon rausgefunden ein gewisser Carl von Linné. Das ist einer der Naturforscher des 18. Jahrhunderts. Da gab es allerdings viele. Deshalb muss man da fast schon vorsichtig sein. Aber ist auf jeden Fall ein enorm wichtiger und bedeutender Mann, der die ganze Klassifikation in Tier, Pflanze, höhere Pflanzen, niedere Pflanzen, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, diese ganze Hierarchie, den Stammbaum der Lebewesen irgendwie so ein bisschen besser gegliedert hat und dort auch so Begriffe, die inzwischen genormt so angenommen worden sind, eingeführt hat, wie zum Beispiel das Reich. Reich ist eine ist so die größte, die zweitgrößte, es gibt noch, man kann auch unterscheiden zwischen für mich, da kann man sich wirklich streiten. Diese Taxonomie-Fragen, das ist wirklich was, da kann man sich richtig schön prügeln. Aber für mich geht es so folgendermaßen. Prokaryonten und Eukaryonten. Die Prokaryonten, das sind die primitiven einzelligen Organismen, die noch einen ganz einfachen Zellaufbau haben. Und die Eukaryonten sind dann alle anderen, die einen komplexeren Zellaufbau haben. Dazu zählen auch wir. So, und innerhalb der Eukaryonten kann man jetzt zwischen den Ein- und den Mehrzellern unterscheiden. Das sind die Einzeller, sind diese ganz kleinen Pantoffeltierchen zum Beispiel, die alles, was sie so können, in einer einzigen Zelle geregelt haben, die dafür aber schon relativ komplex ausdifferenziert ist. Die Mehrzeller haben dann die Eigenschaft, dass sie in ihrer Weiterentwicklung nicht nur einfach mehrere Zellen sind, die alle dasselbe können, das gibt es auch, sondern dann schon eine gewisse Ausdifferenzierung in ihren Zellen haben, dass sie eine Zelle haben, die ist für Nahrungsaufnahme zuständig, eine Zelle für Reproduktion. Das ist die einfachste Form des Eukaryonten mit Differenzierung der verschiedenen Zellaufgaben. Und da es sich auch hier um Pilze gehen soll, bei dem Level befinden wir uns auch bei den Pilzen. Die sind da eigentlich fast nicht drüber hinausgekommen. Teilweise gibt es auch einzellige Pilze und sonst halt eben mehrzellige Pilze, die aber nur zwischen der Standardzelle und einer Geschlechtszelle in Anführungszeichen, die kann dann schon noch mal mehr ausdifferenziert sein. Und Pilzsex ist unglaublich kompliziert. Und darauf werde ich nur im Rande eingehen können, weil ich es wirklich auch nicht ganz verstanden habe. Das ist noch mal, da müsste ich noch mal an die Uni und noch mal ein Semester studieren, allein nur Pilze, um das dann wirklich angemessen gut verstanden zu haben, dass ich hier jetzt großartig viel drüber reden sollte. Aber dabei bleibt es dann. Die haben Geschlechtszellen, wenn man so nennen darf. Da gibt es auch Fachbegriffe für, die ich jetzt auch nicht ganz auswendig weiß. Und die stinknormale somatische Zelle, also die normale Körperzelle, in Anführungszeichen. So eine somatische Zelle gibt es bei den ganz hochentwickelten Organismen wie uns jetzt schon gar nicht mehr. Wir haben keine Standardkörperzelle, wir haben schon ausdifferenzierte Körperzellen. Es wird genau. Bei uns gibt es ja diese Standardkörperzelle schon nicht mehr. Wir haben Muskelzellen, Leberzellen, Hirnzelle, Nervenzelle und so weiter und so fort. Die Zelle haben wir nicht. Ein Pilz ist da wirklich noch recht weit unten in der Entwicklung anzuordnen. Und wenn man sich jetzt den Stammbaum des Lebens anguckt, was wir nachher noch tun werden, eben bei mir im Keller kurz, dann sieht man relativ bald, dass der Pilz sehr früh abzweigt, dann auch wirklich nur eine ganz kleine Abzweigung darstellt.
und puff, da ist der Pilz. Und da geht es nicht mehr weiter, das ist ein hohles Ende. Der Pilz als solcher hat sich aber bis heute erhalten, obwohl er erst kurz nach dem Landgang der Pflanzen entstanden ist. Und seitdem ist er unverändert, soweit wir wissen, so vorhanden, wie er schon immer gewesen ist. Denn das mit dem Landgang ist wichtig, der Pilz lebt nämlich eben nicht im Wasser, es gibt keine Wasserpilze, das ist schon mal von daher ganz gut zu wissen. Und daraus resultiert übrigens, um das gleich mal von vornherein zu sagen, wenn man Angst vor Pilzen hat, hat man zwei Möglichkeiten, sich in einen Bereich zu begeben, in dem es kaum Pilze gibt. Nämlich entweder da, wo es für den Pilz zu nass ist, richtig nass, oder da, wo es für den Pilz zu trocken ist. So in einem leicht feuchten, schön warmen, ein Pilz braucht es auch fast immer warm, es gibt da auch wieder ein paar Ausnahmen, der Schneeschimmel zum Beispiel, ganz fieses Ding für uns Förster, den mögen wir gar nicht, in den Alpen, ah, schlimmes Zeug, macht die Latschenkiefer kaputt, die armen Latschenkiefer. Wie dem auch sei, wenn man in so einem mittelfeuchten Niveau ist, so immer schön eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden, immer schön warm, da wohnt auch gerne der Pilz, deswegen wohnt so ein Pilz auch gerne im Boden. Der ist immer vergleichsweise warm, verglichen mit der Luft. Da ist immer eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden. Wenn es jetzt nicht so richtig extrem trocken ist, dann muss er halt warten, bis die Feuchtigkeit wieder vorhanden ist. Oder er wohnt gerne in Holz, gerade so morsches Holz, das schon so angemodert ist. Das macht allerdings auch der Pilz, dass es dann angemodert ist. Aber je angemodert es ist, desto besser geht es dem Pilz, weil umso besser kann das Holz Feuchtigkeit aufnehmen. Das ist also kein Zufall. Der Pilz schafft sich seinen Lebensraum sozusagen selber, optimiert sich selbst seinen Lebensraum, sein Substrat, in dem er haust. Denn so ein Pilz besteht nämlich nicht, wie alle Welt immer denkt, aus diesem Ding. Dieses Ding ist nicht der eigentliche Pilz, ich habe ihn hier schon ein bisschen angeschnitten zu Demonstrationszwecken, sondern das ist bloß der Fruchtkörper. Der Fruchtkörper ist noch nicht mal das ganz wesentliche Teil, kleine Strukturdingens, in dem die Sporen gebildet werden. Also die werden schon in dem Ding gebildet, aber das ist nochmal eine eigene Struktur im Fruchtkörper. So ein Fruchtkörper an sich ist erstmal nur dafür da, dass die Sporen nicht im Boden gebildet werden und im Boden bleiben, weil wie sollen sie sich denn da ausbreiten? Die können ja nicht im Boden rumfliegen oder sonst irgendwie transportiert werden. Allerdings muss man auch wieder sagen, es gibt auch im Reich der Pilze, genauso wie bei den ganz primitiven Pflanzen und nicht nur den ganz primitiven, sondern auch bei uns Säugetieren, ein Stadium in der Reproduktion, das eine begeißelte Samenzelle darstellt. Bei uns ist das relativ eindeutig, was ich damit meine. Das sollte jeder schon mal mitbekommen haben, der irgendwann mal die Schule besucht hat. Und das ist genau das Gleiche, was nahezu identisch aussieht, meistens ein bisschen kleiner ist, haben auch Pilze und können sich damit dann quasi auch aktiv fortbewegen, wenn man das so nennen möchte, zu Reproduktionszwecken. Bestimmte Pilze nicht, die höheren Pilze, die so einen Ständer bilden, die Pilze, die uns interessieren, wenn wir in den Wald gehen und Pilze sammeln wollen, sondern eher noch doch mal primitivere Pilze, die auch, wo man sich streiten kann, inwiefern die wirklich so hundertprozentig zu den Pilzen gehören. Das ist alles unglaublich kompliziert. Ich habe es auch nicht hundertprozentig verstanden, kann ich nicht behaupten. Aber die haben sowas halt eben auch. Gut, das war so aus der Reihe allgemeine Fakten zum Pilz. Ein Pilz ist eben was Primitives, weit hinten in der Evolution entstanden, gibt es schon sehr lange. Aber er ist was sehr extrem Erfolgreiches, weil nichts anderes, was es so lange gibt wie den Pilz, mal abgesehen von der Pflanze, die sich aber extrem verändert hat im Laufe der Zeit, der Pilz ist, soweit wir wissen, die ganze Zeit gleich geblieben und ist das Erfolgsmodell, wenn man so möchte, unter diesen drei Lebewesengruppen. Und genau deswegen, um zu Carl von Linné zurückzukommen, hat der damals schon begriffen, vielleicht hat er das in dieser Komplexität noch nicht gewusst, aber irgendwas muss er geahnt haben, denn wer hat halt eben den Pilz schon als drittes Reich ausgewiesen? Nicht Tier, nicht Pflanze. Ansonsten ist es relativ simpel, diese Unterteilung in Tier und Pflanze. Kann man daran festmachen, Tier muss was fressen, Pflanze muss das nicht. Kann Photosynthese, kann aus Luft, Wasser und Licht ihre Biomasse sozusagen schon fast aus dem Nichts erzeugen, während alles, was Tier ist, in irgendeiner Form letztendlich pflanzliche Biomasse futtern muss, um zu existieren. Oder denjenigen, der vorher die pflanzliche Biomasse gefuttert hat. Also so wie beim Mittagessen. Und deswegen könnte man jetzt sagen, ein Pilz ist ein Tier, weil der Pilz macht das genauso.
Der Pilz, exakt dasselbe wie wir, also wir Tiere, ist ein chemoheterotropher Organismus. Pflanzen sind photoautotroph, wenn das interessiert. Und ist eben darauf angewiesen, zu seiner Energiebereitstellung andere Lebewesen zu futtern. Wer also als Mensch der Meinung ist, super guter Mensch sein zu wollen, das funktioniert nicht, weil aufgrund eurer Biologie müsst ihr andere Lebewesen töten, um diese zu essen. Punkt. Das ist so. Also liebe Veganer, das Leben ist scheiße. Besser als Veganer werdet ihr nicht mehr. Die Spinner, die denken, sie könnten Photosynthese, sind alle schon tot. Das ist schon dramatisch. Wie dem auch sei, jedenfalls, ich wollte mich jetzt gar nicht über Veganer lustig machen. Also nur ein ganz kleines bisschen. Vegetarier finde ich super. Das ist cool. Kriege ich nur nicht auf die Reihe. Bin ich zu blöd für. Zu gierig. So ein Pilz muss also jedenfalls auch essen, in Anführungszeichen. Aber da ein Pilz viel primitiver ist als wir, und ich habe es eingangs ja schon erwähnt, nur aus zwei Zelltypen, nämlich der Standardkörperzelle und einer Reproduktionszelle, die fürs Essen erstmal relativ irrelevant ist, besteht, einem Reproduktionszelltyp, um korrekt zu sein, kann der nur so essen, indem er mit seinen Pilzfäden, und das ist jetzt ganz wichtig, aufpassen, ein Pilz besteht nämlich größtenteils einfach aus einem Netzwerk von Pilzfäden. Die können verdichtet sein und dann wie ein dicker Strang verlaufen. Das kommt zwar selten vor, aber theoretisch ist das möglich. Die können aber in der Regel super, super, super fein sein und sich in die kleinsten Zwischenräume in dem Substrat, in dem sie leben, Holz, Boden, ein Haufen Scheiße, ganz beliebter Lebensraum für Pilze, organische Substanz, die schon von anderen organischen Substanzproduzenten abgegeben worden ist, selbstverständlich auch totes Holz, oder aber unter Umständen, sofern das mit der Feuchtigkeit richtig stimmt, warm und feucht, habe ich auch eingangs erwähnt, auch in lebendem organischen Gewebe kann sich so ein Pilz ansiedeln. Und dann braucht er halt irgendwie eine Möglichkeit, wie er als so ein Fädenkonstrukt sich ja überhaupt irgendwie durchsetzen kann. Was macht man denn, wenn man nur aus einem Fädenkonstrukt besteht? Man wächst mit seinem Faden zu einer Zelle hin, in der in der Regel Nährstoffe in irgendeiner Form bereitgestellt werden, weil jeder Organismus muss ja irgendwie Nährstoffe haben, sonst würde er sofort eingehen. Und dann schnappt man sich die. Und jetzt wird es interessant, denn im ganz Wesentlichen, da gibt es noch ein paar Sonderregelungen, ich nenne die Sonderregelung zuerst, es gibt einen Raubpilz, einen Karnivorenpilz, also mehrere, der bildet mit seinen Hyphen so eine Art Schlingfalle und dann kommt so ein winzig kleiner, fast schon mikroskopischer Wurm, Nematoden sind es meistens, so Plattwürmer, so ganz unangenehme Gestalten, wenn man die hat als Mensch, dann hat man garantiert eine fiese Krankheit, die sind bei uns nur böse. Jedenfalls so einer schlängelt sich durch den Boden, denkt sich nichts Böses und dann zieht der Pilz tatsächlich sein Lasso sozusagen, seine Schlinge aus seiner Hyphe, diesen Pilzfaden zusammen und erwürgt da diesen Wurm und wickelt den dann ein und verdaut den. Das gibt's auch. Das ist aber die Ausnahme. Die drei typischen Ernährungsformen, die ein Pilz annehmen kann, sind parasitär, destruentisch und symbiontisch. So, also der typischste Pilz, der vielleicht ökologisch wichtigste Pilz, ist der Destruent. Der einfach organische Materie, die tot ist, dann zersetzt. Sozusagen die Müllabfuhr der Natur. Zusammen mit Bakterien. Bakterien und Pilze sind die Destruenten, die ganz, 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 ganz unten in der Nahrungskette stehen und das abbauen, was niemand anders mehr abbauen kann, weil niemand anders so spezialisiert ist und die entsprechenden chemischen Stoffe parat hat, wie es die Pilze haben und die Bakterien, um dann so ein Zeug noch abbauen zu können. Nämlich, so ein Pilz hat quasi keine andere Möglichkeit mit seiner beschränkten Daseinsweise, wenn man das so nennen möchte, als der Ultrachemiker zu sein. Der hat halt quasi für jeden Stoff, den es in der Natur gibt, irgendeinen anderen Stoff parat, den er da drüber kippen kann, dass sich dann dieser Stoff, den es in der Natur vorher gibt, auflöst, in eine Form zersetzt, seine Nährstoffe freigibt, was da drin ist, in seine Bausteine auflöst, um es einfach auszudrücken. Und die kann der Pilz dann locker durch seine Zellwand einfach aufnehmen, in seinen Faden und innerhalb seines Fadens, das kann man unter dem Mikroskop sogar sehen, quasi in den Rest des Pilzkörpers abpumpen, wenn man so möchte. Also wo halt gerade eine Zelle ist, die Mangel an Nährstoffen hat,
da kann das Zeug hintransportiert werden. Also in dem Pilz herrscht ein reger Stofffluss auch in diesem Myzel, diesem Pilzkörper. Das ist auch wichtig, weil so ein Pilz wächst ja weiter. Der wird ja immer größer. Pilze wachsen genau wie Pflanzen. Zeitlebens immer weiter, weil sie halt standortstreu sind. Die können sich ja nicht wegbewegen. Die sagen, oh nö, jetzt gibt es hier in meinem Flecken Erde nichts mehr zu essen. Ich spring mal raus und laufe darüber. Geht nicht. Deswegen müssen sie immer weiter wachsen, weil sie irgendwann in dem Bereich, in dem sie ursprünglich mal gekeimt sind, nicht mehr viel finden. Vielleicht finden sie irgendwann wieder mehr, nachdem dann wieder was Neues nachgekommen ist. Aber Nachlieferungen von Nährstoffen aus der anorganischen Phase des Bodens, also dem Stein quasi, der sich nach und nach durch organische Säuren, unter anderem auch durch Pilze, freigesetzte organische Säuren weiter auflöst, woraufhin dann wieder neue Nährstoffe abgegeben werden, die dann wieder Pflanzen bzw. Pilz verfügbar wären. Oh, jetzt werden wir detailliert. Das dauert jedenfalls sehr lange. Deshalb muss ein Pilz sich weiter ausbreiten, sich neuen Lebensraum erschließen im Laufe seines Lebens, um an neue Nährstoffe ranzukommen, die er dann in seine zentralen alten Pilzfäden. Es gibt da kein großes Knödel, das irgendwie die Pilzschaltzentrale wäre. Das besteht wirklich bloß aus Fäden, dieses Myzel, dahin halt eben zu leiten. Jo. Also so ein Pilz kann halt eben in Form des Destruenten alles, was mal irgendeine Pflanze oder ein Tier an Biomasse produziert hat, auflösen, indem man eine Säure zum Beispiel drüber kippt, das dann aufnehmen und das ist sein Essen. So, das wäre die Kurzform. Was ein Pilz aber mit der gleichen Methode auch kann, und das ist die weniger beliebte Variante, ist auch in lebendes Gewebe eindringen. Diese Pilzhyphen sind teilweise wirklich so dünn und so fein, dass sie jede noch so kleinste Öffnung in der äußeren Hülle eines Organismus, sei es eine Pflanze oder ein Tier, finden können und dann wirklich aktiv räuberisch in den Wirt hereinwachsen, dort dann natürlich gleich mal einen Haufen Nährstoffe vorfinden und sich dann in dem Wirtsorganismus wunderbar ausbreiten können. Das ist eine Möglichkeit, wie sie da eindringen. Gibt aber natürlich auch Pilze, die leben generell einfach nur ihren gesamten Lebenszyklus in dem Wirt und werden zum Beispiel wie Viren und Bakterien über die gängigen Übertragungswege übertragen, wie zum Beispiel Tröpfcheninfektion, irgendwelchen Schleimhautkontakt, Blutkontakt. Es gibt da wenig, was es nicht gibt und vielfältige Möglichkeiten. Aber in so einem Fall haben Pilze halt auch immer das Problem, dass sie wieder auf den entsprechenden Feuchtigkeitswert angewiesen sind. Weshalb es bei Tieren selten vorkommt, dass ein Pilz bei höheren Tieren in ein zum Beispiel gleichwarmes Tier eindringt. Unser eins beispielsweise. Mit unseren 39 Grad Körpertemperatur ist das den meisten Pilzen extrem viel zu heiß. Und außerdem ist es bei uns drin viel zu nass. Da ist ja eine 100%ige Feuchtigkeit quasi überall. Es gibt kaum Pilze, die uns einfach generell als gesamten Körper, ich kenne keinen, der das kann, befallen könnten. Das gilt auch für viele andere Tiere. Was aber wiederum geht, sind einzelne Komponenten von uns zu parasitieren. Beispielsweise Fußnägel, weil darunter dann wieder ein gewisses Mikroklima herrscht, das dann pilzgültig günstiger ist, der klassische Fußpilz. Auch unter irgendwelchen Hornhäuten könnte das funktionieren. Auch auf einer aus irgendwelchen Gründen ohnehin schon komischen Hautstruktur, die dann kleine feine Risse aufweist und so fort, kann ein oberflächlicher Pilz sitzen. Ja, und bei Frauen gibt es halt eben auch Vaginalpilze. Das macht ja irgendwo Sinn. Wie gesagt, feucht, warm, ja, haben wir dann halt eben. Wobei man dazu sagen muss, dass das A überhaupt nicht lustig ist und B kann da die entsprechende Patientin in der Regel auch überhaupt nichts dafür. Und das muss jetzt nicht wirklich dann mit irgendwas mit mangelnder Hygiene zu tun haben. Es ist also auch nicht nett, solche Leute dann quasi wie Aussätzigen irgendwie so zu behandeln. Gut, ja, aber eben auch in Pflanzen, gerade das wird häufiger von Pilzen angegriffen, parasitären Pilzen, ist es dann relativ einfach für die da einzudringen, wenn die irgendein kleines Löchlein in der Zellwand finden. Teilweise können sie auch durch Stomata eindringen, also die Öffnungen, die eigentlich zum Gasaustausch für die Photosynthese dienen, in Blättern. Das ist so ein
ganz häufiger Angriffspunkt, wo ein Pilz in eine höhere Pflanze eindringen kann. Oder bei Bäumen der Klassiker schlechthin, abgerissene, abgebrochene Äste. Ihr werdet euch vielleicht mal erinnern, ich hatte irgendwann mal ein Video gemacht zum korrekten Asten von Bäumen, wenn man Brennholz vom Baum direkt abschneiden möchte, weil das halt trocken ist, wenn es noch am Baum hängt, dass man das ja immer schön mit einem schönen Schnitt machen soll, der möglichst schnell vom Baum verheilt werden kann, weil so ein eklig ausgebrochen, abgerissener Ast, das ist die Eintrittspforte Nummer 1 für irgendwelche Pilze. Der Baum braucht da lange, bis er das verschlossen hat, diese Wunde, und da kommt dann halt gerne mal eben so ein parasitärer Pilz rein, der dann innerhalb des Baumes anfängt, zum Beispiel der beliebte Birkenpoling, das ist ein Pilz, der relativ bekannt ist, auf den kann man eigentlich nochmal separat zu sprechen kommen, wenn ich noch Zeit habe. Die Dunkelheit schreitet voran. Wie gesagt, ich gehe dann nachher einfach in den Keller. Aber der Birkenpoling wäre zum Beispiel so ein typischer zelluloseabbauender Pilz, eine Braunfäule auslösend im Holz. Der zersetzt einfach die Trägersubstanz des Holzes an sich, dringt ins Innere des Baums vor. Dazu müsst ihr jetzt wissen, ich weiß nicht, ob ich euch das mal erzählt habe. Das Innere eines Baumstamms ist totes Material, das ist totes Holz. Das wird nicht mehr großartig vom Baum versorgt, wäre Energieverschwendung. Er braucht das bloß zu Stützzwecken. Wenn er also da drin, in diesem toten Material, das ist wie unsere Knochen, die sind ja auch innen drin dann irgendwo nur noch Material, das zu Stützzwecken dient und werden nicht groß mit Nährstoffen versorgt, wäre Verschwendung. Und da innen drin bemerkt so ein Baum so einen Pilz in der Regel nicht, weil er da überhaupt sich nicht drum kümmert. Er guckt einfach, dass da nichts hinkommt, aber wenn da was ist, dann hat er meistens verloren. Dieser Pilz breitet sich aus, baut da wunderbar die Zellulose ab, lebt von der, breitet sich immer weiter aus im Baum. Und bis zu dem Punkt, wo es dann halt irgendwann mal bei einem zwar noch lebenden, aber nicht mehr lange lebenden Baum außen am Stamm Baumpilze zu sehen gibt. Also ein Baumpilz am Baum bedeutet immer, dass der Baum entweder tot ist oder so gut wie. Der Pilz hat sich schon derartig ausgebreitet, dass er jetzt drüber nachdenkt, mal Nachkommen zu produzieren, um den nächsten Baum zu befallen und das gleiche Spielchen dann nochmal zu betreiben. Bisschen blöd für die Parasiten ist halt immer, dass sie letztendlich ihren Wirt irgendwann umbringen und dann selber auch draufgehen. Das ist halt, Parasiten haben es auch nicht leicht. Kann man so eigentlich sich drüber freuen, weil Parasiten sind ja insgesamt doch eine Organismengruppe, die nicht so beliebt ist. Die haben es da echt, eigentlich können sie einem fast schon leid tun, finde ich. Aber ist ja scheißegal, weil von dem Generationswechsel wurde gesorgt. Das kann man ja bei ganz vielen Organismengruppen in der Natur beobachten, dass es denen nur darum geht, die nächste Generation hervorzubringen und alles andere ist scheißegal. Guckt euch mal sämtliche Pflanzen, höheren Pflanzen in der Wüste an. Die warten 30 Jahre auf Regen, dann regnet's, dann blühen sie innerhalb von, wenn es dumm läuft, Stunden, die Wüste blüht, überall fliegen Samen, Pollen und ähnliches Zeug rum, die breiten sich aus, das Wasser ist verbraucht, sie sterben alle wieder und deren Nachkommenschaft im Samenstadium überlauert die nächsten 30 Jahre bis zum nächsten Regen. Ist das ein kümmerliches Dasein? Wahrscheinlich schon. Interessiert das Pflanzen? Wahrscheinlich nicht. Aber diese moralische Komponente, ob das nun ein gutes oder ein schlechtes Leben ist, das gibt es halt eben in der Natur nicht. Es ist möglich, deshalb gibt es das. Ganz einfach. Was kann ich denn jetzt noch zu Pilzen erzählen? Ich mache mal einen Schnitt und muss mal kurz überlegen.